Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, wie versprochen, endlich mein Aussortier-, Umräum- und Saubermach-Video aus meiner Küche. Nennen wir es einfach mal so. Soll als kleine Inspiration bzw. Motivation für euch dienen. Vielleicht wollt ihr ja auch irgendein Zimmer in eurer Wohnung, in eurem Haus euch mal vornehmen, das Ganze eben zu sortieren und zu schauen, was man noch benötigt und was eben nicht. Hier in unserem Besteckkasten ist natürlich einiges los. Man kann sich's vorstellen, bei 7 Personen. Ich wische die Schublade natürlich erstmal aus, beziehungsweise alle Schubladen. Es hat sich doch einiges angesammelt. Ich werde logischerweise einen Teil der Dinge, die wir nicht mehr brauchen, die ich eben aussortiert habe, dann in ein Sozialkaufhaus bringen, beziehungsweise werde das Ganze spenden. Ja, wir haben wirklich viel Besteck, das gebe ich zu, aber es wird sich gleich ändern. Ich habe jetzt hier verschiedene Stapel gemacht, eben von dem Besteck, das ich weggeben werde, beziehungsweise was wir behalten. Hier seht ihr das gute Besteck, in Anführungsstriche, eben ja, zu besonderen Anlässen, sage ich jetzt mal so, zu Weihnachten oder zum Geburtstag wird es dann verwendet. Das hat eben auch einen anderen Platz und hier, ja, seht ihr jetzt die Matte, einfach abwischen, dann abtrocknen und wieder reinlegen. Diese Vorrichtung hier, die muss auch wirklich regelmäßig sauber gemacht werden. Ich habe es erwähnt, ja, mit so vielen Personen im Haushalt, da kommt doch einiges zusammen. An Schmutz kommt da vor allen Dingen einiges zusammen. Sagen wir es doch einfach mal, wie es ist. Ja, hier räume ich jetzt die Schublade ein und das liebe ich ja, ne? Wenn ich dann alles so ganz in Ruhe einräumen kann. Mal schauen, wie lange diese Schublade so ordentlich aussehen wird. Vermutlich nicht ganz so lange, man kann sich schon denken. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis und ja, ich würde sagen, es sieht auf jeden Fall deutlich besser als vorher aus. Tada! Jawohl, und jetzt machen wir noch mit meinen anderen Schränken weiter. Die habe ich ja ganz neu. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als sie eben hier eingebaut wurden. Ich bin total happy mit dieser, mit diesem Ergebnis sozusagen, weil es mir davor überhaupt gar nicht gefallen hat. Unsere Architektin hatte da eigentlich Glasböden vorgesehen, aber gut, das hat sich jetzt eben geändert. Und schaut mal bitte, wie unordentlich diese Schublade aussieht. Ja, da packt dann halt auch irgendwie jeder einfach nur das Geschirr aus dem Geschirrspüler, aus der Spülmaschine raus und denkt, wow, ich habe der Mama geholfen, aber nee, eigentlich nicht. Deswegen wird sich das jetzt ändern. Ich gebe es zu, wir haben tatsächlich so einiges, aber gut, das lässt sich auch nicht vermeiden bei so vielen Personen. Ihr seht jetzt gleich im Anschluss das Ergebnis hier in meinen beiden wunderschönen Schränken. Oh mein Gott, ich bin so begeistert, das sieht einfach so toll aus. Also mir gefällt es total gut. Klar, Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber es ist definitiv besser als vorher. Ja, und jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Wie es hier übrigens hatte ich zu Weihnachten. Und nicht wundern, dass ich diese Abstandshalter hier habe. Ich habe Angst, dass mir die Ecken abplatzen. Ist übrigens von Mulex. Hier ist noch der Rest, eben die kleinen Teller und die Schalen. Nicht wundern, der Teller hier, der gehört nicht dazu. Jedenfalls werde ich die großen Teller hier unten mit reinpacken, weil die da drüben eben nicht mit reinpassen. Die sind eben auch für besondere Anlässe, sagen wir es mal so. Und das Geschirrset hier, das mag ich auch super gerne. Das habe ich mir bei Deko Andreas gekauft. Mag ich sehr, sehr gerne. Da werde ich die Suppenteller und die Kuchenteller noch mit da drüben reinpacken und die großen eben auch hier unten rein. Das ist aber, wie gesagt, eher so das besondere Geschirr und das Alltagsgeschirr. Geschirr, wie sich das anhört, kommt noch mit hier rein. Die Schublade sieht auch ziemlich wüst aus. Die werde ich auch noch aussortieren. Also da kommt auch einiges noch hier in die Spendenkiste. Jawohl, ich mache mal weiter. Und jetzt kommt die nächste Schublade dran. Oh mein Gott, so sieht eine grauenhafte Schublade aus. Ich gebe es zu, auch echt peinlich, das so zu zeigen. Aber wie gesagt, es passiert, ne? Vor allen Dingen, wenn so viele Personen im Haus sind, die dann da mit rumwerkeln. Aber die Schublade wird definitiv gleich komplett anders aussehen. Hier die Teller, die so kleine Macken haben, die werde ich dann wegtun. Ich habe so viel Geschirr, da ist es in Ordnung, wenn das jetzt aussortiert wird. Ich habe auch unfassbar viele Servietten. Das ist auch so ein Tick von mir, ne? Wer kennt's? Bei Ikea vor allen Dingen. Oh, man braucht nichts. Mit was kommt man raus? Mit Servietten und Kerzen. Genau, die sortiere ich jetzt auch alle. Für jeden Anlass was dabei, ne? Hier zu Ostern, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Silvester. Naja, wie auch immer, das kennt ihr bestimmt. Schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare. Oder bin ich die Einzige? Wahrscheinlich bin ich die Einzige. Naja, hier sind meine Platten, die werden auch gespendet. Die brauche ich nicht mehr.
Ich habe andere aus einem Service und hier diese Serviettenvorrichtung ist übrigens noch von unserer Hochzeit. Hier sauge ich jetzt alles erstmal ab und mache hier dann auch wieder diese Matten sauber. Also ich habe die vorher mit Spüli abgewaschen, dann mit klarem Wasser und jetzt trockne ich sie logischerweise auch noch ab. Hier im Freien. Es war schönes Wetter, ich gebe es zu. Das Video ist auch schon eine Weile her, als ich es abgefilmt habe. Hier diese Vorrichtungen, die sind auch wirklich ideal. Die habe ich von unserem Küchenhersteller tatsächlich zu unserer Küche dazu bekommen. Die sind super praktisch, weil man das einstellen kann, also die Größe der Teller. Und damit die nicht hin und her rutschen in der Schublade, ja, packt man sie einfach in diese Vorrichtung. Wirklich super praktisch. Ich weiß gar nicht, ob man die noch irgendwo kaufen kann. Wenn, dann verlinke ich es euch gerne mal unten in der Infobox. Ich schaue mal nach, ob ich dazu einen Link für euch finden kann. Sollte ich mir vielleicht auch noch ein paar kaufen. Ich habe wirklich viel Geschirr. Zeige euch dann hier natürlich im Anschluss auch das Ergebnis. Und wie gesagt, das sind wirklich super praktisch. Im Anschluss wische ich natürlich auch diese Schublade noch aus hier mit lauwarmem Wasser und Spüli. Mache das Ganze dann noch trocken und räume das Ganze dann auch wieder ein. Ja, jetzt sind wir hier in der Speis gelandet. Ja, ein weiteres Geschirrset für alle Hater. Ich sag gleich noch was dazu, ich erkläre es. Dieses Geschirrset, also es sind einige Teller. Hier, ihr könnt sehen, Suppenteller und große Teller. Die habe ich mir gemeinsam mit meinem Bruder gekauft in einem Fachgeschäft für Gastronomen. Mein Bruder, der hat ja ein Restaurant und diese Serie hier, die ist nicht ganz günstig gewesen, aber ich habe dann die Prozente eben bekommen, habe zugeschlagen. Anfangs dachte ich, Mensch, das wird mein Sonntagsgeschirr. Wir haben es kaum verwendet und eigentlich ist das wirklich ein Quatsch. Und deshalb spüle ich das jetzt alles nochmal durch und dann wandert es nach vorne, damit wir das auch wirklich täglich nutzen. Denn es ist einfach viel zu schade, dass es hier nur rumsteht. Ganz ehrlich, viele, viele Jahre stand es hier und jetzt kommt es endlich vor in die Küche, damit wir es verwenden können. Ich freue mich. Ja, und dann habe ich hier auch wieder Platz für andere Sachen. Und jetzt noch für die Hater. Achtung! Tata, eine weitere Schublade. Notgedrungen habe ich es hier reingeräumt. Das ist eigentlich unser Telefon. Ja, ein weiteres Set. Das gab es zum Geburtstag. Ich habe mich riesig gefreut. Das habe ich tatsächlich auch noch in Beige. Ich weiß, völlig übertrieben. Ein Set reicht natürlich aus, aber ich liebe es, Gäste zu empfangen, sie zu bewirten, alles schön herzurichten. Und da erfreue ich mich eben auch an schönem Geschirr. Das Beige kann ich euch auch zeigen, das habe ich da drüben in der Schublade. Aber sobald ich fertig bin in der Küche, wandert das alles richtig schön eben auch rüber. Da sind jetzt die ganzen Gläser. Oben ist noch das Weihnachtsgeschirr. Das habe ich da einfach, ne, weil man das ja nicht ständig braucht. Hier habe ich eine große Schublade, sagen wir es mal so. Da habe ich meine ganzen Backwaren bzw. Nudeln. Ja, habe ich jetzt auch ganz ordentlich sauber gemacht, habe diese Holzvorrichtung mal raus. Und hier seht ihr jetzt alles, was wir nicht mehr benötigen, was eben gespendet wird. Und tada, fast fertig. Ich habe die Teller jetzt alle nochmal gespült, da ich sie ja wirklich sehr, sehr lange in der Speis hatte. Ja, ganz normal gespült, abgetrocknet und verräumt. Und wie gesagt, gleich im Anschluss seht ihr das Ergebnis. Ich bin so happy damit. Vor allen Dingen auch mit der Entscheidung, dieses Geschirr täglich zu verwenden. Denn es wäre wirklich viel zu schade, dass es einfach immer nur ja, in der Speis ist und nicht verwendet wird. Warum auch, ne? Dafür ist es ja da, dass es verwendet wird. Da seht ihr jetzt das Ergebnis. Nee, es ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch ein paar Teller, aber ich bin bis jetzt schon mal sehr, sehr zufrieden. Jetzt kommt diese Schublade noch dran. Da muss ich auch alles noch aussortieren, was wir eben nicht mehr benötigen, was ich gerne weggebe. Und jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Ich bin so happy damit, wirklich. Das ist einfach so ein gutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn man sich von Dingen trennt, die man nicht mehr braucht. Man hebt sie zwar auf, ne? Man denkt, oh, man kann sie irgendwann gebrauchen, aber ja. So war das wirklich ein gutes Gefühl. Jetzt kommt die nächste Schublade dran. Das ist auch so meine Kopfschmerz-Schublade. Sagen wir es mal, wie es ist. Hier mit dem ganzen Tupper-Gedöns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist halt wirklich immer ein bisschen kompliziert. Die Deckel mit den Schüsseln, ja, passend immer aufzubewahren. Und dafür habe ich jetzt dann gleich auch eine Lösung. Die Schublade sieht jetzt so aus. Hier ist übrigens dieser Trenner drin. Kann man das erkennen? Ich habe
habe jetzt hier auf die Seite die ganzen Deckel und hier eben die Schüsseln, ne? Oder die Boxen, sagen wir es mal so. Ja, ist sieht nicht so aufgeräumt aus, ich weiß, aber es ist auf jeden Fall übersichtlicher als vorher. Hier sind jetzt meine Schüsseln. Ihr habt es ja davor gesehen, wie chaotisch diese Schublade ausgesehen hat. Habe ich jetzt alles hier auf einen Blick für Salate oder für Dips. Das hier verwende ich zum Beispiel immer, um Sahne zu schlagen bzw. um Tramezzini zu machen. Das hat mal 1 Euro gekostet. Ich liebe es. Jawohl, also die Schublade ist auch schon mal fertig. Die Schublade ist jetzt auch fertig. Da kommt jetzt noch das beige Geschirr dazu. Alles sehr übersichtlich, wie ich finde. Bin ich mit zufrieden, definitiv. Ja, meine Lieben, vielleicht war das ja jetzt eine kleine Inspiration bzw. Motivation für euch. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen und dann wünsche ich euch nur das Beste und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!